Ich grüße euch, Freunde des Antitos, und willkommen zurück zu Dead by Daylight und zur nächsten Folge Kamera schaut drüber. Diesmal ein Video von lieben Demon Lord. Er spielt den guten Freddy und wir schauen kurz in Perks und Addons, bevor es hier richtig schön saftig wird. Und der gute Demon Lord spielt hier ein grünes und ein grünes Addon. Einmal, dass er Traumpaletten hat und wenn die kaputt gemacht werden bzw. damit interagiert wird, dann kann man die Aura sehen von Überlebenden und der Würfel sorgt dafür, dass Leute, die mit Traumpaletten oder Traumschlingen interagieren, dass diese an Erblindung leiden. Dann wird gespielt noch keine Versteckmöglichkeiten, Pop Ghost Weasel, Lightborn und natürlich von Zalako Fluten des Zorns, glaube ich, heißt der Perk. Und das Ganze auf einer Macmillan-Karte. Das Video ist schon ein bisschen älter, kann man an den Generatoren sehen. Da ist noch die Slush-Eismaschine drauf. Aber eine gute Freddy-Runde, die kann man immer gucken, egal wie alt sie ist. Und der erste Survivor ist hier schon gespottet worden. Das ist die Nia. Oh, Nia, da hast du dich ein bisschen verrannt, würde ich mal sagen. Oh, die hat auch eine Flashlight dabei. Aber das sieht nach einem ersten Down aus. Jawollo. Sehr schön gemacht von Demon Lord. Oh. Aber Lightborn regelt an der Stelle hart. Perfekt. Erster schneller Down. Lightborn hat geregelt. So. Erst einmal einen Pop auf den Gen. Oh, die Palette nehmen wir auch mit. Wunderbar. Da wurde gerettet und jetzt geht es schon gleich. Oh ja, komm, die Palette ab. Da ist sie weg. Der Jake hat noch nicht so gecheckt, dass er Lightborn dabei hat, glaube ich. Hello, Leon, was geht ab? Ja, schön weggegrabbelt, wunderbar. Der Leon, er hatte gar keine Chance. Er wusste gar nicht, was abgeht. Zack, zweiter Hook. Wieder Pop auf den Gen. Das ist ein sehr, sehr geiler Start für diese... Ja, moin. Wer steht denn da oben? Ein sehr, sehr geiler Start für die Freddy-Runde. Und zack, kriegt da einen auf Nacken. Auch gleich hinterher. Okay, Demon Lord will... Oh. Demon Lord will's wissen und... Zack. Was soll ich sagen? Demon Lord will es nicht nur wissen, er zieht es auch eiskalt durch. Leon wurde gerettet, dann kommt der Jake jetzt an den Haken. Dieser Haken hier, der wird gut besucht. Der ist wirklich sehr, sehr gut besucht, dieser Haken. Aber dann haben wir hier, oh, die Kate. Kate, Hallöchen, Popöchen. Ah, Demon Lord ein bisschen verwirrt. Ja, da war er ein bisschen verwirrt. Kate hat ihn bambuselt. Jo, die ist abgehauen. GG an der Stelle. Oh, da ist sie wieder. Ah, Demon Lord. Da warst du ein bisschen bambuselt. Von der... Oh, Schwingerinski. Oh, die Kate, die weiß, wie es geht, oder was? Aber dann kommt der Hit doch noch drauf. Er weiß nicht so richtig, wohin mit sich. Kate ist schon wieder abgehauen. Aber alle sind gut, fast alle sind verletzt. Es ist noch kein Gen fertig. Es war ein sehr, 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 sehr starker Start hier für Demon Lord auf jeden Fall. Hier ist wieder Jake. Der, keine Ahnung, keine Mission hat. Da hättest du ruhig, da wäre sogar ein Lunch drin gewesen, Demon Lord. Da wäre locker ein Lunch drin gewesen. Oh, einmal auf Kiste gehauen. Gucken, ob die neue okay ist. Aber hat sich sehr gut angehört. Und dann geht der Jake die zweite Runde an den Haken. Denn die Flashlight-Krieger peilen einfach nicht, dass der gute Demon Lord Lightborn spielt. So, Runde 2 für Jake. Und das ist halt genau das ist das Geile, wenn die Leute nicht checken, dass Lightborn dabei ist und die es immer wieder versuchen. Erstmal schöner Pop hier drauf. No Way to Hide zeigt uns auch gleich mal zwei Survivor an. Also es
passt alles gerade aktuell sehr, sehr gut. Na, schön gedodged. Kaputt machen, Marke Eigenbau hinsetzen gleich. Zack, einmal auf die Nier. Die versuchen auch immer noch zu blenden, egal in welchen Situationen. Es ist wirklich atemberaubend, wie die einfach nicht checken, dass der gute Demon Lord Lightborn spielt. Da hat die Kate die Palette gekämmt. Hat nicht so funktioniert. Also, die Survivor tun sich wirklich, wirklich keinen Gefallen damit, hier als versuchen zu blenden, weil es ja eh nichts bringt. Da geht Kate das erste Mal an Haken, auch noch schön ins Basement, wunderbar. Und ich würde sagen, Demon Lord hat hier alle Zügel in der Hand und kann wirklich, wirklich frei agieren. Er hat die Gens gut unter Kontrolle, die Survivor hat er sehr gut im Griff, aber auch weil die selber ein bisschen ja, Schwachsinn machen eigentlich mit ihren Taschenlampen. Und Paletten wasten sie auch sehr, sehr schnell. Na, der Leon, oh, Flink vielleicht, das sieht nach Flink aus oder sah nach Flink aus. Oder vielleicht auch nicht, ich habe keine Ahnung. Die müssen noch ein paar... Oh, Leon, da hast du dich verzettelt. Da muss Marke Eigenbaupaletten hin. Ja, sieht Demon Lord genauso. Und hier geht's ab in die Struktur. Oder wow, auch nicht. Oh, Zeit zum Preis von einem. Sehr schön. Und Leon geht down. Jawohl, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und einfach aufheben. Lightborn regelt ja an der Stelle. So, wunderbar. Auch der Leon kriegt die zweite Runde am Hook. Also es sieht wirklich, wirklich verdammt gut aus für Demon Lord. Also es ist wirklich, 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 wirklich gut für ihn gerade. Nur ein Gen fertig bisher. Oh, und da ist die Nia. Oh, Schwingerino. Ein Schwingerino, ein Schwingeronski. Aber jetzt geht sie down, zack. Oh, die Perk-Kombination regelt hier ganz, ganz massiv. Es ist wirklich, wirklich gut, wie alles ineinander greift hier gerade bei Demon Lord. Wir haben jetzt auch schon viele Death-Hook-Kandidaten. Also, ich denke, der Sack wird auch gleich zugemacht. Da läuft die Kate. Ich glaube, die Kate ist auch die einzige, die nochmal hängen kann, ohne Defhook zu sein. Ich habe aber nicht drauf geachtet, welchen Hook-State sie gekommen ist. Am AT, wie sie ein bisschen Zeit rausholen und zack, kriegt sie die erste Hand ins Gesicht. Ja, Killer-Check soll es werden jetzt, soll es regeln mit der Palette. Der Stun, aber ja, das Blenden jetzt hier sparen können. Immer noch nicht gemerkt, dass Lightborn am Start ist. Zack. Und dann geht's wieder in den Keller, würde ich sagen. Kate, der kennt sich ja schon aus. Jo, da macht er auch. Wunderbar. Einmal ins Basamanto. Wunderbar. Und rauf mit dir, Kate. Bitteschön. So, jetzt sind alle Defhook. Also, es müssten alle Defhook sein. Also egal, wen er jetzt angrabbelt, der ist raus. Die haben einen Gen fertig, die tun sich halt wirklich schwer, die Survivor gerade. Wo sie aber selber schuld sind auch so ein bisschen, weil sie als das Blenden versucht haben und nicht gepeilt haben, dass einfach Lightborn am Start ist. So, okay, Nia guckt jetzt nach hinten, anstatt auch mal nach vorne zu gucken. Gut, passiert mir auch, ja, keiner ist perfekt, aber das wird halt ihr Todesurteil werden. Ja, die ist fake. Zack. Marke Eigenbaupaletten halten nicht. Man könnte meinen, die sind von Ikea. Und dann, Nia, gehst du einmal baden. Sehr schön. Und auch die Kate wird nicht gerettet. Wieso? Oh, in allerletzter Sekunde. Das war aber wirklich Millimeterarbeit, die da betrieben wurde. Aber in der Zwischenzeit ist ein zweiter Generator fertig geworden. Also, die Survivor sind doch fleißig. Heilen sich aber schön im Basement. Wunderbar.
Zack. Und dann... Du steckst den Schlag ein und läufst dann auch noch vor die Wand. Kate, à la Kate. Ich meine, das ist schon ziemlich dämlich gewesen, Kate. Also, das war schon wirklich uff, uff, uff. Damit ist Kate auch raus. Leon ist verletzt. Wahnsinn. Was eine Freddy-Runde. Und das war nur möglich, weil die Alts nur an der Flashlight waren und nicht gemerkt haben, ey, wir können Freddy gar nicht blenden. Der hat Lightborn. Es bringt nichts. Wir müssen aufhören damit. Nein, das haben sie nicht gepeilt. Sie haben es nicht gecheckt. Sie haben immer wieder weitergemacht. Haben viele Situationen verschenkt, wo sie hätten vielleicht ein bisschen mehr Distanz machen können. Ja, aber sie wollten lieber blenden. Und jetzt, dadurch konnte Demon Lord so richtig aufräumen. So, Demon Lord nimmt noch den Pop mit. Oh, er hat Flink. Jawohl, da gibt es einen Schwingerino. Aber der... Oh, schwing rein. Oh, Demon Lord, der hätte so locker. Der hätte locker down gehen können noch in der Palette. Demon Lord spielt hier. Gut, ich meine, Demon Lord kann es sich leisten. Auch, ja, moin. Demon Lord kann es sich leisten, safe zu spielen. Weil die haben nichts gebacken bekommen und kriegen jetzt auch nichts mehr gebacken. Also, Leon, was war das? Und raus mit dem Leon. So, kriegt der Jake jetzt die Hedge? Oder holt sich Demon Lord auch diesen saftigen Bonus? Mal schauen. Da geht die Hedge auf und zwar beim guten Demon Lord. Okay, der Jake hat aber noch eine Möglichkeit zu escapen, nämlich durch das Ausgangstor. Wird ihm das gelingen oder macht ihm auch dort Demon Lord einen Strich durch die Rechnung? Die Ausgangstore sind sehr weit weg. Freddy kann im Endgame nicht teleportieren und er ist ein M1-Killer. Also eigentlich sollte Jake hier, wenn er es gut anstellt, sollte er escapen können. Durch eines der Tore. Wie gesagt, wenn er es denn gut anstellt, sollte es mit einer Menge Glück machbar sein. Wie gesagt, die Tore sind gut, die sind jetzt nicht ganz so krass weit weg, aber sind schon... Na, er muss schon ein bisschen laufen, der gute Demon Lord. Er muss ein bisschen Strecke zurücklegen. Eigentlich sollte das machbar sein. Ah, da leuchtet ein Lämpchen. Ja, okay. Ja. Okay. Er hat es nicht schlau genug gemacht, glaube ich. Und damit geht's auch für den Jake an den Haken. Zack. Und damit holt sich Freddy und damit auch Demon Lord einen verdienten 4K. Diese Survivor waren viel zu stark auf ihre Flashlights fixiert und wollten unbedingt blenden, obwohl es halt gar nicht möglich ist durch das Perk von Demon Lord. Also erbarmungsloser Killer auf jeden Fall zu Recht hier abgegriffen. So, und wir schauen mal kurz hier in das Scoreboard rein. Wir hatten hier sogar einen Dead Heart auf der Kate. Kate hatte Dead Heart. Was hatten wir denn hier noch? Oh, Adre natürlich dabei, widerstandsfähig. Also ganz gute Perks auf jeden Fall auf Survivor-Seite. Aber die Flashlights, sie waren zu sehr fixiert auf die Flashlight. Und Demon Lord hat sich gedacht, 3 Flashlights, Lightborn ist mit am Start. Wow. Also eine sehr schöne Freddy-Runde, Demon Lord, hat mir sehr gut gefallen. Und wenn sie euch gefallen hat, liebe Leute, dann Däumchen nach oben da lassen. Ein Abo auf dem Kanal wäre richtig, richtig nice und ist kostenlos. Und was ist heutzutage schon kostenlos, nicht wahr? Demon Lord ist in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr mal auschecken, wenn ihr wollt. Jetzt laufen die Credits. Dort werden meine richtig geilen Kanalmitglieder erwähnt, die mich sogar finanziell unterstützen. Und das in der heutigen Zeit ist gar nicht mal so selbstverständlich. Danke, dass ihr das für mich tut. Ich bin erstmal raus. Wir hören und sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ciao, liebe Freunde des Entitos.